Du willst, dass deine Lead Vocals pro klingen, also doppelst du sie. Aber welche Doppelungsmethode ist jetzt die beste? Ich zeige dir in diesem Video 5 Doppelungsmethoden für Vocals, die immer funktionieren. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wir alle wollen große, fette, breite Lead Vocals, die schön up front vorne im Mix drin sitzen. Und eine Möglichkeit, das umzusetzen, ist, die Vocals zu doppeln. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und wir fangen gleich an mit Möglichkeit Nummer 1. Und das ist das Fake Double oder zu Deutsch die falsche Doppelung. Dazu kopierst du einfach deine Gesangsspur, das heißt du duplizierst sie, sodass du 2 identische Spuren hast. Und damit die nicht zu gleich klingen, kannst du jetzt einen Pitch Shifter einsetzen und die Spur um 20 Cent circa verstimmen und du kannst ein Delay einsetzen und die Stimme, also das falsche Doppel, um 20 bis 50 Millisekunden nach hinten verschieben, sodass deine Stimme etwas größer klingt. In the dark you can't see what the light meant to be, but when darkness falls, your heart installs the sun. Das ist jetzt natürlich keine echte Doppelung, aber mit dieser Technik kannst du deinen Vocals zumindest eine gewisse Fake-Räumlichkeit verleihen und sie ein bisschen größer darstellen. Der Nachteil dabei ist, dass diese Fake-Doppelungen meistens ziemlich phasey klingen, das heißt, du hast so ein bisschen Phasenprobleme, weil es eben genau die gleiche Spur ist und deswegen klingt es nicht so richtig echt. Und damit kommen wir zur Möglichkeit Nummer 2 und das ist das Mono-Double. Der Hauptunterschied zur Möglichkeit Nummer 1 ist, dass es sich hier um eine echte Doppelung handelt. Das heißt, der Sänger muss genau den gleichen Part und genau die gleiche Melodie nochmal einsingen. Diese Doppelung kannst du dann drunter mischen und hast somit 2 unterschiedliche Spuren, die aber genau das gleiche singen. Das eignet sich sehr gut, um Lead-Vocals anzufetten, auch um Lead-Instrumente anzufetten und es klingt wesentlich echter und direkter als die Fake-Doppelung. In the dark you can't see what the light meant to be, but when darkness falls, your heart installs the sun. Wie ist dein Eindruck? Ich persönlich denke, das ist schon wesentlich überzeugender als so ein Fake-Double. Die Stimme klingt dichter, satter und hat einfach mehr Fundament. Gehen wir weiter zur Möglichkeit Nummer 3 und das ist die Stereo-Doppelung. Dazu brauchst du wieder 2 Aufnahmen des genau gleichen Parts. Diese legst du dann untereinander und panst sie nach links und nach rechts. Wie weit du diese beiden Stimmen nach links und nach rechts panst, damit kannst du rumspielen. Wenn du sie ganz breit haben möchtest, kannst du wirklich im Panning ganz nach links und ganz nach rechts gehen. Oder du kannst sie ein bisschen auseinanderpennen, um die Sache fetter zu machen. Diese Technik eignet sich gut für Backing-Vocals und Vocals, die nicht so im Vordergrund stehen wollen, zum Beispiel Zweitstimmen. In the dark you can't see what the light meant to be, but when darkness falls, your heart installs the sun. Mit dieser Technik erreichst du einen Stereo-Effekt, der die Stimme sehr breit und groß klingen lässt. Der Nachteil dabei ist, dass in der Mono-Mitte nicht so viel von der Stimme zu hören ist. Deswegen diese Technik eher einsetzen auf Backing-Vocals oder Zweitstimmen. Übrigens, wenn dir diese Tipps bis hierher gefallen haben und du interessierst dich fürs Vocal-Abmischen, bist dir aber noch unsicher und deine Vocals klingen noch nicht so, wie du sie haben möchtest, dann empfehle ich dir mein PDF Vocal EQ. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir in 5 Schritten, wie du den EQ für deine Vocals jederzeit perfekt einstellst. Also, erster Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen und weiter geht's mit Methode Nummer 4 und das ist die Chordoppelung. Bei dieser Methode muss deine Sängerin oder dein Sänger nochmal einen Part aufnehmen. Das heißt, du hast 3 Aufnahmen des genau gleichen Parts. Dann kannst du eine Stimme in der Mitte belassen und die 2 Doppelungen jeweils nach links und nach rechts pannen. In the dark you can't see what the light meant to be, but when darkness falls, your heart installs the sun and brings rain with the pain, but it's done.
Ich denke, du hast es gehört, mit dieser Methode erreichst du diesen Larger-than-Life-Effekt, indem du den Zuhörer sozusagen mit den Sängern umstellst. Und das eignet sich sehr gut für Choruse, für Refrains, die hymnenähnlich sind und bei denen die Menge mitsingen soll. Aber wir können es noch weiter übertreiben, und zwar mit Methode Nummer 5, das nenne ich jetzt mal den Superchor. Und bei dieser Methode nimmst du nicht nur die gleiche Gesangsmelodie auf, sondern du nimmst auch noch Zweit- oder gar Drittstimmen auf und doppelst diese auch noch. Dadurch kannst du die Performance noch weiter verdichten und noch größer machen. In the dark you can't see what the light meant to be, but when darkness falls, your heart installs the sun and brings rain with the pain, but it's done. No more tears, day hides the night again. Mir gefällt diese Methode persönlich am besten und ich stehe auch sehr auf Harmonies oder auf mehrstimmige Satzgesänge. Das macht einfach besonders im Chorus richtig viel Spaß und ist nochmal so ein extra Hörererlebnis. Noch ein kleiner Zusatztipp zur Arbeit mit sehr, sehr vielen Vocalspuren. Meistens ist es hier immer besser, wenn du mit einem Tool wie FlexTime oder Melodyne versuchst, die Silben ordentlich aufeinander zu setzen. Denn so gut die Sängerinnen und Sänger auch sein mögen, meistens können sie nicht alle Silben hundertprozentig genau übereinander singen. Und wenn du jetzt einen Chor hast, der richtig groß ist, so ein Superchor mit 8 Stimmen oder mehr, dann kann das ein bisschen chaotisch klingen teilweise, denn je mehr Stimmen du hast, desto schwieriger wird's. Natürlich sind die Techniken, die ich dir jetzt gezeigt habe, nicht die einzigen Möglichkeiten, wie du Vocals breiter bekommen kannst. Es gibt unzählige Plugins, die nur für Vocals gemacht worden sind, und du kannst dir sogar Plugins kaufen, indem du dir die Signalkette von richtigen Profis in den Kanalzug laden kannst. Aber ich finde, bei Doppelungen ist es irgendwie so wie beim Essen, selbstgemacht klingt's einfach am besten. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie doppelst du deine Vocals? Lässt du den Sänger öfter einsingen? Benutzt du ein Fake-Double oder sagst du, komm, hör auf mit diesen Doppelungen, ich kaufe mir lieber ein Plugin und mache es damit? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn du dich fürs Vocal Mixing interessierst, dann empfehle ich dir auch noch dieses Video. Da zeige ich dir meine Lieblingssignalkette für weibliche Lead-Vocals. Ich danke dir jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.